Also ich bin Lehrer geworden, weil ich während meines Zivildienstes an einer Förderschule Zivildienstleistender war und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich konnte sehr gut mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und Religionslehrer bin ich dann geworden, weil mich die großen Fragen nach dem Wieso, woher kommen wir, die Frage nach Gott interessiert hat. Und diese Fragen mir selbst zu beantworten und Schülern näher zu bringen, habe ich so als meine kleine Aufgabe gesehen und eine kleine Anekdote dazu. Als ich ein Säugling war, wurde wohl von einer Tante gesagt, dass ich Priester werden soll. Und zudem an Ostersonntag geboren und das Schicksal hat vielleicht auch eine kleine Rolle gespielt dabei. Die größte Herausforderung am Religionsunterricht ist es, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mehr so stark religiös sozialisiert sind. Sie kommen also aus Familien, in der alte, wichtige biblische Geschichten nicht mehr vorkommen und sie vergessen die Bedeutsamkeit für ihr eigenes Leben. Es ist also wirklich sehr schwierig, an der eigenen Lebenswirklichkeit anzuknüpfen und den Stellenwert herauszubekommen. Und zudem ist es, hat das Fach Religionsunterricht im Fächerkanon nicht so einen hohen Stellenwert. Das heißt, die haben häufig Randstunden und Ähnliches und die Schüler sind deswegen auch unmotiviert. Also für mich ist es zunächst einmal wichtig, dass ich die Sorgen und Nöte, aber auch Wünsche der Schülerinnen und Schüler neben den wichtigen Lehrplänen wahrnehme und auf diese im Unterricht eingehe. Und das ist mir in meinem eigenen Unterricht zu Schulzeiten ein bisschen zu kurz gekommen. Das war alles sehr abstrakt, alles wirklich sehr weit fern. Und ich versuche wirklich durch den Religionsunterricht dem Schüler selbst bei der Verwirklichung seiner Wünsche zu helfen.